Ein wunderschönes Moment, hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft an der Xbox, da setze ich mit Vortex LP. Was geht? Was geht, ja genau, ich wollte gerade sagen, warum funktioniert das nicht? So, jetzt ist das Headset erst an. Jetzt ist es erst an. Geile Sache. Ja, was denn, ich sitze hier gerade so? Warum höre ich denn da nichts? Muss das Ding noch anmachen da? Oh Gott, die ganze Zombies schon wieder draußen, ne? Schon wieder Zombies draußen? Ja, immer diese Zombies draußen. Können wir kurz rein hier? Ah, fuck, Alter, leck mich doch am Arsch hier. Komm aus der Tür, aber da kommt ja schon der Zombie entgegen. So, Ina ist mal getötet hier. Man ist auch schon wieder warm heute, ne? Aha, okay, Skelett. Skelett? Wie Skelett? Ding, ach so, im Wasser bestimmt, ne? Ich lass dich erstmal rankommen. Komm hier, Digga. Ja, Ding ist noch im Wasser. Komm her. Ich glaube nicht, dass es rankommt. Ich glaube komm nicht her. Dran. Komm her hier. Neun Stück. Kannst auch hin, ne? Ich wollte halt. Kannst auch attacken. Ich habe aber nur ein Holzschwert. Ja, man muss den Stein schnell craften. Yeah. So, ich muss erst einmal. Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Das ist schon wieder her, ne? Und beschäftigt habe ich mich auch nicht gestellt. Ey, das läuft heute aber richtig, ne? Es läuft heute richtig, ey. Ich vergesse es immer. So, ich würde mal sagen, ich stelle mal kurz hier hin und mach mich erstmal auf beschäftigt, ne? Jo, bevor das hier noch zu heftig wird mit den ganzen Nachrichten und das Gedönse, beschäftigt. Geht doch. So. Haben wir das schon mal geklärt, dann gehen wir wieder zurück. So, mit dem. Oh Gott, da kommt schon wieder so ein Creeper an hier, ne? Ernsthaft? Verpiss dich, Schmack, ja, verpiss dich. Na, guck mal her. Wieder weg damit. Verdammt, so. Wer hat mein Haus aufgelassen? Oh, was du da? Du bist einfach ausgestürmt, wie bekloppt, ey. Auf jeden Fall, heute ist Ostern. Heute ist Ostern, zur Zeit der Aufnahme ist Ostern. Yay. Ist gerade fast 15 Uhr, heute ist Ostern. Yay. Eine freundliche Eiersuche, wuhu. Ich hab schon gefunden. Ja, ich hörte früher auch kurz ungefähr so 10 Minuten, nachdem ich aufgestanden bin oder so. Wenn ich zugehe, ich hab da nicht nachgesucht. So lange hat's gedauert? Ich hab da nicht nachgesucht, also ich bin aufgewacht und dann, oh, da sind sie, ja. Oh. Ja, komm schon. Lustiges Versteck gesucht, ja, ne? Ja. So was können nur Männer halt, ne? Also. Weil bei Frauen, wenn die da sowas finden, dann sollten die mal zum Arzt gehen. Das ist jetzt. Das wäre krank jetzt, also ganz ehrlich. Ja, das ist einfach mal so. Oh, die ganzen Kühe, ich schlachte euch jetzt. Oh nein, nicht die Kühe, das ist Greenpeace und verprügelt dich. Wie scheiß drauf, verprügelt dich Greenpeace. Alter, da kommen die an mit so einem Stock in der Hand und dann geht's auf die Fresse, Alter, von Greenpeace. Schön mit dem Stock, Alter, kommen die ran und dann geht's auf die Fresse. Warte, hier war doch ein. Das ist mein Haus hier, mein Haus. Der Fuß ist ein bisschen los. Und Chef, wie süß. Oh, süß. Mann, guckt es mich blöd an. Oh, echt? Oh, ja, die schielen immer so komisch, ne? Das sieht irgendwie total creepy aus, manchmal, wenn die sich so anschielen, die Schau, dann denkst du nee. Immer, der Goal-Simulator. Ja, der ist so dämlich, das Ding, ne? Warum? Das ist Play for Fun und so, ne? Ja, aber ich kauf's trotzdem nicht. Warum nicht? Da lass ich doch lieber die Finger von. Da lasse ich doch lieber die Finger von. Also was ich auch noch sagen wollte, ich habe ja jetzt hier Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Das Let's Play ich doch nicht als nächstes nach Tomb Raider, weil das doch ein bisschen doll kurz ist, also... Ein bisschen doll, ne? Mein Rekord liegt bei 12 Minuten durch. Das ist schon heftig, also... Ich weiß gar nicht, die erste Runde, wo ich das gespielt habe, habe ich 99 Minuten gebraucht und beim zweiten Mal 60 Minuten. Und ja, komm, beim ersten Mal hast du auch richtig viel Scheiße gebaut, ne? Ja, und dann beim dritten Mal 12 Minuten durch. Na, und Speedrun wurde der Rekord, glaube ich, bei 5-7 Minuten war das ungefähr. Und das ist doch schon ein bisschen ausschlaggebend für what the fuck. Also, das wird dann wohl wahrscheinlich doch nicht kommen. Da werde ich mir noch ein anderes raussuchen, wahrscheinlich nicht Xbox One. Ich habe ja noch genug Xbox 360 Spiele, die noch kommen sollten. Wozu ich immer noch nicht gekommen bin, aus irgendwelchen Gründen, weil ich was anderes Let's Play wollte. Ich würde mal sagen, Metro Last Light oder so. Sag einfach Zeitgründen. Ah, keine Ahnung, im Metro Last Light oder so wird dann kommen, ich weiß es noch nicht. Eigentlich wollte ich auch noch Dark Souls Let's Play in den ersten Teil. Ich komme noch nicht dazu. Weil ich muss erstmal so immer noch eins am anderen durchgehen, das ist ein bisschen blöd. Weil dann kommst du halt kaum voran, ne? Dann kommst du halt wirklich kaum voran. Ich habe jetzt ungefähr, keine Ahnung, wie viele Let's Plays jetzt schon gemacht und ich bin immer noch nicht großartig vorangekommen. Ich habe noch nicht mal Hälfte meines Stapels erreicht, von denen ich spiele, die ich noch Let's Playen wollte. Ich würde sagen, ein paar hast du gemacht, ne? Ich kann ja mal so durchgehen, wie ich jetzt alle hatte. Ich habe jetzt Bioshock Infinite gehabt, auf der PS3. Dann hatte ich noch, was hatte ich denn noch gehabt? Minecraft ganze Zeit hier. Dann hatte ich jetzt noch Tomb Raider, bin ich gerade bei, auf der Xbox One. Plants vs. Zombies habe ich angespielt. Trails habe ich auch angespielt. Dann habe ich noch Black Ops 2 angespielt. Call of Duty Ghost hatte ich mal. Man muss ja aber wahrscheinlich nochmal neu mit noch besseren Soundeinstellungen und so ein Kack. Irgendwann, nachdem ich die ganze Call of Duty-Reihe mal durchsochten möchte, würde ich auch irgendwann mal machen. Irgendwann mal. Also mach ich das so, ich komme jetzt als nächstes so Modern Warfare 1, danach kommt ein anderes, danach kommt Modern Warfare 2, danach kommt ein anderes, dann kommt Modern Warfare 3, dann Black Ops 2 und immer so weiter. Dass ich einmal Call of Duty mache, dann ein anderes Spiel, dann wieder Call of Duty und dann immer so wieder ein anderes Spiel. Dass ich dann so langsam durchkomme und nicht einfach mal jetzt die ganze Call of Duty-Teile so einfach so durchratze. Du musst vom ersten Call of Duty an durchspielen, sonst hast du gar nicht das Feeling, das richtig. Ich hab doch gar nicht die alten Dinger, diese ganz steinalten Dinger. Ist nicht steinalt, ist gut. Und außerdem kann ich die Dinger gar nicht aufnehmen, außer meine Handykamera, weil ich da kein Adapterkabel habe für meine Elgato. Also müsste ich mir noch für, keine Ahnung, wie viel Geld irgendwie noch so ein Adapterkabel kaufen, um. Wieso, die Teile gibt's doch jetzt schon für 360.
Ja, für 360? Wie 360? Die alten Call of Duty-Teile? Nee. Doch, doch. Nee. Doch, Finest Hour, Call of Duty 2. Ah, ist doch nicht das ganze erste, oder was? Doch, doch. Naja, nein. Nimm doch lieber die neuen, also da hab ich mehr Spaß bei. Na gut, Modern Warfare 1 ist auch schon wieder nicht mehr neu, ne? Also ist auch schon wieder, hat auch schon wieder so sein Alter erreicht, das so Spiel. So ganz neu ist es nicht, ne? Ja, so ganz neu nicht, aber er ist auch wieder nicht so steinalt. Hat wie wir halt, ne? Also, so steinalt wie wir ist es noch nicht. Muss man doch dazu sagen. Ich bin nicht steinalt. Nein. Nee. Nein, niemals, bin nein. Bin ich nicht. Nein, du bist ja noch 9, ne? Du bist ja noch 9. Genau. Ja, sagst du auch mal, wenn du auf dem Kindergarten rumlauerst. Was? Wenn die Lehrerin kommt. Sag mal, wie alt sind sie denn? 9. Ich bin 9. Guck sie um, kleines Kind, bam, Schnuller aus der Hand geschlagen, im Mund gesteckt. Oh, ich bin 9. Nee. Wie jetzt mit 9 noch ein Schnuller? Klar. Da läuft was verkehrt. Ich weiß nicht, wie du drauf bist, also. Echlur. Ich muss ja noch gucken, wo ich noch was zu essen hole, ne? Weil Montag ist ja noch geschlossen alles, also, da muss ich gucken, ob ich noch was Essen hier bekomme. Ich habe jetzt, bis jetzt, also es ist gerade Sonntag, es ist 15 Uhr, Vortex wird gleich abgeholt, deswegen nehmen wir gleich nur noch 2 Folgen auf. Die Saints Row wird total verpeilt, also verpennt, aufzunehmen, da werde ich mir wahrscheinlich Black Ops 2 oder hier... Du Plan, hast verpennt. Plan, ja, ich wollte nicht um 2 Uhr morgens anfangen aufzunehmen, da hatte ich keine Lust gehabt. Nee, 5 Uhr morgens war das, ne? Aber 5 Uhr morgens hatte ich keine Lust mehr gehabt, am Sonntag 5 Uhr morgens das aufzunehmen, also da habe ich die Laune nicht mehr so richtig gehabt, da... Da war ich schon so, ne. Wie lange hast du gepennt? Keine Ahnung, bis 14 Uhr? Bis 2, ja. Weißt du, wann ich aufgestanden bin? Um 11? Nee, 7 Uhr. Ja, schön für dich. Also, nee, das kann gar nicht sein. Meine Mutter hat mich doch um 12 Uhr angerufen, von wegen, dass ich noch zu Oma... Achso, ja, das ist ja wohl noch zu Oma rüber... Nee, da bin ich wach geworden, da bin ich nochmal eingepennt. Ja, wo meine Mutter mich angerufen hat, von wegen hier, bei Oma gibt es wieder hier das Osteressen und so mit Hackbraten und ganzen Gedönse. Ich soll mal rüberkommen. Das hab ich gehört. Wow. Aber ganz ehrlich, das war um 12 Uhr, da schlafe ich noch, da komme ich doch nicht nur extra noch rüber. Das hab ich mitbekommen. Ja, meine Mutter auch gesagt, ja komm, schlaf aus und so, dann kommst du halt, keine Ahnung. Hoffentlich bringt meine Mutter mir was mit, da ich noch wenigstens so etwas zu essen. Ich bin auch mal überlegen, ob ich noch zum Döner hinten renne, ob der überhaupt aufhat. Ich weiß es nicht. Heute ist Ostern, ich weiß nicht, ob er aufhat. Wenn ich nachher dran vorbeifahre, kann ich dir schreiben, ob der noch aufhat. Ja, genau, du fährst ja sowieso dran vorbei. Du fährst ja noch zur Bank oder so, ne? Ja, denke ich. Ja, dann schreib mal fix durch, ansonsten gehe ich da heute noch um 16 Uhr hin. Oder ich weiß es nicht. Muss der noch Tomb Raider aufnehmen? Schreibe ich dir denn heute Abend so gegen 20 Uhr, ne? Das gehe ich morgen hin oder so, ich weiß es nicht. Kannst du mal gucken, ob hat der irgendwie was. Ah, ne, du gehst ja nicht rein, ne? Nee. Scheiße, ja, dann schreib einfach mal vorbei, wenn er hier auf ist, ne? Die Tür hat er ja auf, ne, bei so einem Wetter. Ja, müsste auf sein, ansonsten ist er richtig warm drin. Ich weiß nicht, wo ich beim Bäcker war morgens, ne? Alter Schwede, bist du reingegangen, hast Bestellung gegeben, bist wieder rausgegangen, Alter. Hast gewartet, bis er fertig ist. Alter, das war so eine Hitze, ne? Besonders die Bürotanten immer, ne? Wie halten die das auf? Die haben da noch die Heizung auf 5. Ja, im Büro, ne? Bei so einem Wetter. Ja, bei uns in der Firma auch im Büro, ne? Ich geh da mal so hin. Ich wollte so mit dem Chef sprechen. Also im Büro war da nur noch die Frau da, ne? Mit der ich mich kurz unterhalten hab. Alter, ich dachte mir, oh Gott, Alter, gleich trifft mich der jetzt Schlag hier, Alter. Guck mal so, Heizung war auf 4 gestellt. Fenster waren alle zu. Die saßen alle mit Pullover. Und ich stehe da so, nee, alter Schwede. Immer mit den Anzügen und so einem Dreck, ne? Nee, bei uns sitzen ja so mit Hemd an, darüber noch so, am besten noch so einen kleinen Pullover, so einen dünnen Pullover noch am besten noch drüber, damit es schön warm wird. Weil, hallo, die haben die Heizung auf 4, das ist doch kalt da oben im Büro. Genau. Und ich sitze da so, scheiße, ist das warm. Ist ja kalt, ne? Ja, ist ja nicht so, als wäre es warm dieses Jahr, ne? Und das wird ja noch wärmer, also. Verdammt! Da sehe ich persönlich echt schwarz, ey. Wenn das so weiter wärmer wird mit dem Together aufnehmen, das wird ansonsten richtig komisch. Komisch? Ja, wir sitzen hier nebeneinander und das ist dann doch ein bisschen doll komisch, ne? Wenn man nur ein Mikro hat, ne? Ich müsste mal nutzen auch so einen komischen hier. Oh, dieses komische. Oh, wie hießen die Dinger? Diese komischen Dinger zum. Ja? Wie hießen diese komischen Dinger, wo du da so einen Regler dran hast, so ein Mischpult. Mischpult. Da musst du noch so eine Art Mischpult kaufen für mein Mikro. Machst du auf DJ. Und dann muss ich noch ein zweites Mikro kaufen, was du dann reinlabern kannst, was man auch dann auf verschiedene Positionen aufnehmen kann. Aber sowas mache ich dann erst später, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Geld damit verdiene oder so. Wenn dann wirklich, keine Ahnung. Wenn es dann wirklich professionell sein sollte irgendwann, dann werde ich das wahrscheinlich machen. So. Wenn, aber auch nur wenn. Also das ist ja noch so in Stern geschrieben, ich weiß überhaupt nicht, ob ich das überhaupt machen will oder so. Unentschlüssen. Weil arbeiten ist auch cool mit Staplerfahren und so. Cool! Da ist wohl ein Schwein gegen Kaktus gerannt und gestorben bei dir, ne? Ich hab ein Schwein erlegt. Ja, weil das Ding gegen Kaktus gelaufen ist. Durch die Kacketüße. Krass. Aber. Das war nicht geil, das war super geil. Super geil. Alter, sag, ne? Super geil. Du bist. Super geil. Ich find das so dick, ne? Nee, lass mal stecken, Alter, lass mal stecken. Aber das war schon witzig, ne? Also, übelst die Edeka-Werbung eigentlich, ne?
Irgendwie. Wo er die ganzen Edeka-Produkte da zeigt und dann sagt, super weißt geil. Weißt du, was widerlich war? Als er in der Badewanne lag mit der ganzen Milch. Und Cornflakes, ne? Ja, wo er Cornflakes reingeschüttet. Ja, das war dann doch ein bisschen doll eklig. Ob sowas gut tut? Oder mit der Döner-Werbung. Süpökel. Süpökel. Ach Gott, ey, wie kommt man auf so eine dumme Idee? Das machen auch nur Restaurantbesitzer, die wirklich gar keine Kunden haben. Dann Superdüne! Supergyros. Ja, ey, total dämlich. Also ich fand das echt, das war auch eigentlich total schlecht gemacht, aber dafür hat 1000 Aufrufe. Vielleicht mache ich was falsch, vielleicht muss ich meine Videos auch jetzt total dämlich gestalten und dann kriege ich vielleicht auch die Aufrufe. Genau, mach nur noch Scheiße. Und dann dazu sagen, so, wie komische Geräusche von mir gebe, die kein normales menschliches Wesen von sich gibt. Vielleicht bringt das ja Aufrufe. Genau. Genau sowas. Vielleicht kriegt ihr ja Aufrufe, wenn du irgendwie total Dinge machst, die eigentlich kein Mensch machen würde oder sehen würde generell. Ich weiß ja nicht, vielleicht bringt das ja was. Also so wie ich das so sehe manchmal, ja. Wenn ich mir das mal so angucke. Warte mal. Da machen Leute mit wesentlich dämlicheren Ideen wirklich mehr Dinge, also mehr... Haben wir eigentlich ein Tech-Jetpack drin? Nö. Ist mir nicht mal so aufgefallen, das sieht so komisch aus. Ja, es gibt also natürlich auch diese Süßigkeiten-Tech-Jetpack, was ich eigentlich auch vorstellen wollte. Nur das gibt es halt nur die Testversion momentan. Ja. Das ist dann auch blöd, weil das will ich dann auch nicht machen, weil da kann ich eigentlich nämlich nicht weiterbauen. Ich habe das auch noch nicht angeguckt, weil ich die Testversion eigentlich mal kacke finde. Ich habe mir so ein Ding noch nicht einmal angeguckt auf irgendeiner behinderten Testversion. Ich mein, deswegen, mal sehen auf jeden Fall. Süßigkeit? Ja, what the fuck? Warum, was willst du damit? Irgendwie sieht es da verkehrt, ne? Ja, ich werde es mal auf jeden Fall angucken, ich werde auch eine Folge dann dazu machen, dann müssen wir so angucken. Denn nicht. Achso, ich habe ja schon Fackeln hier, kann ich mal ruhig mal hier. Ja, kannst du ja ruhig ein bisschen heller machen bei dir, du siehst ja fast gar nichts, ey. Da sehe ich ja noch nicht mal was, wenn ich mal drüber gucke. So. Da kommst los? Du erstmal nur eins. Ja, mock du erstmal ein bisschen Licht in deiner. Da kommt eins. In deiner Bude. Und ich baue hier noch ein bisschen Eisen ab. So, ich bin fertig mit Licht. Ja, oh. Ganz professionelle Fackeln an der Wand geklatscht. Ja, klatsch. Boah, das ist aber... Ich brauche erstmal ein Fundament. Das kann ich besser machen. Das ist aber heftig, auf jeden Fall richtig heftig. Das ist oberheftig generell. Ja, aber richtig heftig. Na komm, so ran. Es hält. Was so, aber ich würde mal sagen, es geht jetzt erstmal so 12 Minuten, also die Folge machen wir gleich dann die nächste, damit wir so halt ein bisschen mehr schaffen. Vielleicht haben wir noch 3 Folgen, ich weiß es nicht, bevor er abgeholt wird. Dann haut rein, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen, meine Freunde. Tschüss. Auf Wiedersehen.